Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch mal die Bandagierunterlagen von Busse. So wie ich schon gesagt habe, ich habe Bandagierunterlagen von Busse bestellt in der Größe 54x54 in weiß, ja ganz klassisch eigentlich. Die haben hier auch so ein Klett, ich versuche mal gerade hier auseinander zu bekommen, das ist gar nicht so leicht mit einer Hand. So, da ist einmal der Klettteil oder eben das Gegenstück vom Klett und da ist dementsprechend der Klettteil. Ja, hier wollte dann auch die Katze einmal mit ins Video. Das ist Amy, die musste unbedingt mit rein. So, jetzt sind wir auch schon im Stall angekommen und man sieht, wie ich vorne die Bandagierunterlage anbringe. Das ist eine etwas kleinere, die hat 45x54. Und ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Die sollte natürlich keine Falten werfen. Hier versuche ich dann gerade die Bandage anzubringen. Auch hier sollte man versuchen, keine Falte zu werfen. Und eben weder zu stramm noch zu locker bandagieren, eigentlich wie ohne Bandagierunterlage. Aber die Bandagierunterlage macht das Ganze nochmal etwas schwerer. Vor allen Dingen, weil die ja so lang ist und die bei dem Robinho direkt bis über den Huf geht, also fast bis auf den Boden reicht, weil ich dann eben keine Glocken brauche und so die Fesselbeuge ein bisschen schützen möchte. Ist das wirklich gar nicht so einfach. So. Ich habe hier übrigens die Nicky Dots Bandagen verwendet, mit dem kleinen Nicky Zeichen außen, die finde ich total süß. Dann kommen wir auch schon genau zum fertigen Endergebnis vom ersten Bein und machen direkt hinten weiter. Hinten ist es immer ein bisschen einfacher, finde ich, selbst wenn die Unterlagen länger sind, die halten ja auch eigentlich durch den Klett ganz gut und hinten ist einfach etwas leichter. So, die reichen auch bis auf den Boden, die Bandagierunterlagen, weil die hinten eben auch die Eisen schützen sollen. Und ja, das gleiche wie vorne auch, nicht zu fest und nicht zu locker bandagieren, damit nichts rutscht und nichts abquetscht. Oben mache ich dann nicht ganz bis zum Ende der Bandagierunterlage, weil die eben über das Gelenk geht. So, genau. Hier war dann das Niki-Zeichen einmal verdreht, das habe ich einfach abgemacht und wieder dran geklettet. Das finde ich total gut bei den Eskadron-Bandagen, dass man da einfach das Emblem einmal umdrehen kann. So, das gleiche noch auf der anderen Seite des Pferdes, hinten rechts. Den Schweif habe ich einmal zusammengeknotet, weil der mir sonst im Weg gehangen hätte. Ja, dementsprechend wieder das gleiche wie eben auch. Ich mache mal einmal einen Zeitraffer rein. So, und dann kommen wir auch schon beim letzten Bein an, vorn rechts. Vorne rechts ging heute auf jeden Fall leichter als vorne links, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall war es um einiges einfacher und ich mache hier auch nochmal einen Zeitraffer rein, das kennen wir ja schon. Ich wickel, versuche es so gut wie möglich zu machen. Ja, so und hier sehen wir dann auch schon das fertige Ergebnis. Einmal vorne und einmal hinten. Ja, soweit so gut. Ich bin sehr zufrieden mit den Bandagierunterlagen. Die erfüllen auf jeden Fall ihren Zweck. Er tritt sich nicht in die Eisen und nicht in die Fesselbeuge. Alles ist super. Er läuft schön, es behindert ihn kein bisschen, dass sie so lang sind. Und ich finde es auch noch optisch sehr ansprechend. Bis zum nächsten Mal.